Ja, hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings Wolves of Midgard auf der PlayStation 5 bei diesem coolen Spielchen, ja. 5 Jahre alten Action-RPGs aus einem slowakischen Studio, ja, glaube ich, ja. Und ja, wieder besser sitzen. Und ja, wir haben es fast durch, wir haben den Boss da ziemlich da bald vor uns, ja, und wir haben was ganz, ganz toll, weil ihr habt ja gesehen im letzten Part, 2 Artefakte gefunden, ja, cool, ne, in einer Mission, also das ist ja Wahnsinn, ne, und nicht nur gefunden, dass ich es habe, 2 Artefakte, sondern die habe ich auch sogar komplettiert jetzt, also ich habe 2 komplett neue Gegenstände jetzt, die ich mir dann ausrüsten kann. Jo, es fehlt uns eigentlich nur mehr ein Mann hier, das ist eh nichts Neues. Bei dem wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und da vorne schauen wir jetzt mal, da wird auch gleich noch was passieren. Sind das schon die Vorboten oder ist das schon der Boss? Niemand verlässt die Grabhügel. Das erinnert mich an etwas. Noch nicht ganz Boss, aber Vorboss oder Vorbotenboss. Hallo, ich will. Oh, 2 Hawkbull. 2 Hawkbull ist aber schon ein bisschen. Hallo, ich. 2 Hawkbull. Ich hoffe, die tun sie die. Das Leben ein bisschen aufteilen. Boah. Also das ist schon. Oh, oh. Ich muss mal so kurz machen. Mal aufheilen, Wahnsinn, ne? Also da ist was los. Boah, das ist ja echt schlimm, ne? Die haben die überhaupt schon was verloren, hat der eine ein bisschen was. Ich häng da. Ich komme nicht weg von denen. Die haben mich eingekesselt. Also da, jetzt zieht er der Schwierigkeitsgrad ordentlich an. Aber wenn einer mal weg wäre, könnte sie ja mal sterben irgendwer. Oh. Puh. Eine soll mal sterben, das wäre gut dann. Wenn nur mal einer da wäre, wäre es schon einmal um einiges leichter. Ja, ich glaube, der eine ist einmal tot. Boah. Puh. Wahnsinn, ne? Echt Wahnsinn. Dwerger, wo, da liegt ordentlich was da. Bin gerade wieder ein bisschen ruhiger. So. So, jetzt du. Ist es der Stärkere, oder? Na, auch nicht wirklich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, der habe ich mir immer, ne? Die spawnen so viele Gegner. Aber ja, wir werden ihn. Oh, das ist aber das Letzte. Das ist das Letzte. Ich kann nochmal. Dann machen wir das so. Machen wir das so. Alles oder nichts. Jetzt hau ich alles raus, was ich habe. Komm. Komm, bitte. Ja, ich habe ihn. Oh, so, boah. Da vorne ist er noch. Wo bin ich da? Oh, da geht es ja noch ein Stück. Gut, dann muss ich eh. Dann tue ich mich da gleich nochmal heilen. Gut, dass ich mir das aufgehoben habe. Obwohl das fühlt sich eh wieder nach einer Zeit. Neu nach. So, Hawkbull. Ah, Hawkbull sage ich. Man hier wäre nicht schlecht, wenn noch eines wäre, aber. Ja, vielleicht haben wir Glück und ist da vorne wirklich noch einer. Ein Stück geht es ja noch. Aber weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe sicher einen wieder verpasst. So, was ist da? Nicht noch einer, bitte. Speicherpunkt. Ja, das ist gut. So. Sind wir da schon im Bossbereich? War da eine Kiste? Na, da mal verschaut. Mit wem sprichst du? Mit mir? Ah, du blöder Boss, da ist einer. Dich braucht doch überhaupt niemand, ne? Na bitte, bitte. Was bist du bitte? Du gegen einen Hawkbull bist ja du ein richtiges Lulu. Aber so ein Lulu. So eine Kiste. Es wäre schön, wenn da ein Mann hier drinnen wäre. Aber in der Kiste nicht. In der Kiste ist kein Mann hier. So. Da ist noch Gold. Hallo, kannst du? Diese blöden. Die verteilen so viel Giftschaden, das ist
Grauslich, grauslich ist das. Oh, oh, das ist doch... Ich werde euch nach den rechten Weg. Da ist doch noch ein Boss, oder? Das Das ist doch nicht umsonst so groß da, oder? Da wartet der schon da vorne, wo... Es schaut so richtig, unheimlich aus hier. Mit dem Nebel und so. Haben sie aber cool gemacht. So. Ist noch ein Mann hier oder nicht? So. Oh, noch einer. Oh Gott, das ist ein Wahnsinn, Dana. So, die können ja nur treten, die können ja sonst nichts, ne? Und langsam sind sie auch relativ. So, du bist das auch. So, dann ich schau mal kurz hier am Rand, ob wegen Menhirs. Ein Troll, den brauche ich nicht. Menhir wäre mal lieber. So, gute Nacht. Da war's. Ma. Nein, nein. Wieder einer. So. Das nehmen wir uns natürlich noch nicht. So, fahren hinten will ich, ja. Ja, gut, gut. Gut, gut so. Ah, das haben wir wieder erwischt, natürlich, ne? Muss ja sein. Aber ist auch egal. So, dann, ja, da vorne ist Boss. Haben wir noch zwei alte Fenweiz. Fenweiz. Gut, jetzt ist aber dann wirklich mal Ruhe, oder? Ja, muss mir auch noch treffen, sonst wär's das ja nicht, ne? Ja, nix ist da mehr. Wir sind eine ganze Runde gegangen. Ah, da hätte ich jetzt das auch noch gehabt. 20% mehr Schaden, na super. Jetzt komme ich drauf, ne? Ich bin so geschickt, ne? So, kriege ich die überhaupt? Da komme ich da. Ja, kriege ich. Aber kein, ja, der letzte Mann hier wieder nicht gefunden, ne? Es ist doch wirklich zum in die Eier beißen, ne? Das ist schlimm. Einfach nur schlimm. Da, ach, das ist doch... Na, es ist ärgerlich. Dass ich es nicht schaffe, dass ich einmal alle Fenhirs, Menhirs finde. Ach Gott, nein. Ja, kann ich suchen, was ich will. Ist nichts da. Gut, dann soll es mir auch wurscht sein. Dann soll es mir auch wurscht sein. Schnurzpippen. Da fliegt der Vogel. Okay. Dann. Ich bin eh voll. Dann geht's rein. Ich bin gespannt, wer da ist. Ich hoffe, ich schaff's. So, was ist da los? Oh Gott. Was? 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 Grimnir, was? Ich werde endlich Rache nehmen. Und euren Kopf. Immer noch belästigt ihr mich. Aber das ist nicht mehr von Belang. Es ist zu spät, um mich noch aufzuhalten. Endlich. Das Tor zur ewigen Quelle steht offen. Ist das schon das Ende? Ungeziefer! Mein Schicksal erwartet mich jenseits des großen Eises. Okay, na doch, nicht anscheinend, oder? Ist das schon... Na, ah, ich dachte schon, das ist der Endkampf. Okay, dann ist doch noch nicht... Töten? Absolut. Das ist, was der Boss von uns will, Idiot. Der Wingir und der... Wie heißen Swingy und wie noch? Die zwei dämlichen Brüder, ne? Oh Gott, die haben aber auch Leben, ne? Aber sie sind dämlich. Windri. Windri und Wingir. Was habe ich jetzt gemacht, ich Vogel? So, wisst ihr was? Ich werde mal gleich hier ein bisschen... Also, ich will einfach hier kurz vorbei.
war Gott ja am Leben, ne? Aber ja, wenn es nicht schwerer werden, wenn es so nicht schwerer werden. Boah. Okay, lass mich bitte mal ganz kurz hier vorbei. Dankeschön, dass ich mich einmal heilen kann. So, wow, die haben Leben. Haben die alle zwei so viel? Jeder einzelne? Okay, der ist schon ein bisschen... Der könnte bald einmal das Zeitliche segeln. Kann man das auch zerstören, eigentlich? Das da? Nein, nicht wirklich. Ah, gut ausgewichen. Boah, das ist ja Wahnsinn, ne? Ah, okay, ah. Okay, das kann man schon zerstören. Das geht schon. Ich könnte eh schon wieder. Wir können einmal. Oh. Aber ich verliere zu viel Leben. Ich bin zu dämlich. Ich spiele schon wieder zu dämlich. Ich spiele zu dämlich gerade. Okay. Dreifach Kill, okay, die machen das immer. Und der ist, ja, na sicher, ne? Der sollte jetzt dann mal bald einmal sterben, oder? Aber ich hab nicht mehr. Ist das Ornstein und Smog? Oh ja. Boah, die haben so viel Leben, ne? Wenn die nicht so viel Leben hätten, ne? Aber wenn er nicht mehr drauf hat, ja, der ist halt, der hat physische Kraft, aber zumindest kann er nicht zaubern, weil das ist, wäre eh blöder. Ah, ich kann das auch wieder machen, gut. Ich kann mich noch einmal dann aufheilen. Einmal kann ich... Ah, warum trifft er mich? Einmal kann ich mich noch aufheilen. Der war jetzt gut. Ich schaue eh auf meine Lebensleiste, dass da ja nichts passiert. Ja, aber ich habe ihm so... Ich tue mich zur Sicherheit noch einmal aufheilen. Aber ich glaube, das war's. Einmal noch zur Sicherheit. Ja, das war's. So, gleich ist es. Gute Nacht. Okay, gut, jo. Das Schwere ist immer am Anfang, wenn es noch zu zweit sind. Das war auch vorher so, aber wenn dann mal wirklich... Genau. Dieser Gegenstand ist der erste Iris-Gegenstand. Artefakt in... Wow. Abgetragen. Und okay. Wow. Nimm den Runenstein aus dem zerstörten Portal. Okay. Ebene der Seelen abgeschlossen. Oh, geil, oh geil. Grimnir hatte die Mondstätte erweckt, aber mit ihrer Zerstörung schloss sich der Zugang zur ewigen Quelle hinter ihm. Doch meine Visionen blieben dieselben. Das Ende aller Welten lauerte über uns. Jedoch sah ich auch die Erfüllung des Schicksals der Ulfung im Strome der Zeit. Die Ulfung brachten die Runensteine aus den Ruinen der Mondstätte zurück in ihr Dorf, in der vagen Hoffnung, dass die Steine es noch vermochten, einen Pfad zu eröffnen. Es gab wohl doch noch Hoffnung. Ja, das schaut gut aus. Ich glaube jetzt, die Sache spitzt sich jetzt wirklich zu lang, geht es jetzt wirklich nicht mehr. Aber wie lange das Spiel eigentlich eh schon geht, ist sehr Wahnsinn, ne? Gut, ich meine, ich könnte es jetzt noch in die Länge ziehen, aber ich meine, wenn ich alleine spielen würde, also alleine, wenn ich jetzt nicht ein Let's Play machen würde. Runenschmied, lässt sich mit dem Fragment der Mondstätte etwas anfangen? Es hat schon bessere Zeiten gesehen, aber vielleicht könnte ich einige der Runen in unser eigenes Portal meißeln. Vater, gebt Acht, die Inschrift ist nicht vollständig. In dieser Form könnte sie unvorhersehbare Effekte mit sich bringen.
Da habt ihr recht. Lasst mich lauschen, was die Runen singen. Müssen wir hier rumstehen, während ihr singen in Runen lauscht, Fracki? Balheim, Balheim. Das Reich der Feuerriesen? Die Seherin warnt uns, dass Grimnir vorhat, sich auch mit ihnen zu verbünden. Das wäre sicherlich unser aller Ende. Für dahin wird gesagt, dass die Schmieden Balheims so machtvoll seien, dass sie selbst die kühnste Vorstellungskraft eines Sterblichen übertrumpften. Eine Chance, Grimnirs Plan zu vereiteln und an bessere Waffen zu gelangen? So langsam gefällt mir das Lied der Runen. Ich werde das Portal vorbereiten, mein Häuptling. Möget ihr beutereich zurückkehren. Okidoki. Reise nach Balheim und finde das, was? Und finde das Geheimnis ihrer legendären Schmieden heraus. Ärger mit Riesen, okay, gut, das werden wir dann das nächste Mal machen. Aber wir haben ja noch Zeit, und wir haben auch gesagt, dieses Mal werden wir uns noch ein bisschen im Hub aufhalten, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. So, ja, so eine Viertelstunde machen wir ungefähr noch, so circa. Und dafür werde ich jetzt noch ganz kurz Sachen kaufen, verkaufen, also eher verkaufen. Und genau, jetzt mache ich es gleich da und wir schauen uns alles an, was wir haben bis jetzt. Genau. Allerdings, ich stelle mich mal daher, ich schaue mir trotzdem zuerst einmal an, was ich habe und was wir neu bekommen haben. So, also unser abgetragener Schwerkristallhelm, den haben wir an. Da ist ja eigentlich sonst nicht, nein, es ist nichts Besseres nachgekommen. Und deswegen lassen wir den auch. Das heißt, wir können dann das Zeug dann alles gleich verkaufen. Hier haben wir es, Eiris Gnade bekommen. Ich bin jetzt sehr gespannt, aber sowas von gespannt. Wow. Wow. Es ist alles besser, generell. Wird schon aktiviert. Wir verlieren nichts. Ladung bleibt die gleiche, Abklingzeit bleibt die gleiche. Gaben, Abklingzeit bleibt die gleiche. Dafür bekommen wir Regeneration noch um 3 Punkte dazu. Und die maximale Gesundheit um 670 Punkte. Der Heilungswert 4191 Punkte. Dankeschön, ausgerüstet. Und alles andere könnten wir eigentlich, könnten wir dann eigentlich von diesen Iris-Sachen verkaufen. Weil dann brauchen wir uns das auch nicht mehr aufheben hier. Wahnsinn, ne? Ja, ist halt einmal ein legendärer Gegenstand, das hilft ja nichts, ne? So, bei den Schildern, dann Ja. Wäre halt schon besser. Das bleibt gleich. Naja, aber gegen Briven. Nein, wir haben ja da dafür. Apropos, da können wir dann auch, dürfen wir nicht vergessen, den Runenplatz. Haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Nein, auf keinen Fall. Das lassen wir das Briven auf jeden Fall. Dieses Schild. Damals ein paar ältere, kleinere Schilder, gewöhnliche Gegenstände. Na, die gehen wir dann alle weg, die verkaufen wir. So, dann schauen wir hier mal. Okay, Kristallpanzer, das haben wir uns ja einst einmal geschmiedet. Da gibt es mittlerweile hier eines. Okay, wow, das wäre pocher. Aber wie gesagt, mir gefällt es halt nicht so. Mir gefällt es halt nicht so. Es wäre halt, wie gesagt, Rüstung. Ist halt schon wichtig, aber. So, was haben wir da? Ist das. Achso, das haben wir gesagt, das heben wir auf. Weil legendär. Ja, das ist schon ordentlich, ne? Da bleibt die Gabenabklingzeit, ist eigentlich eh alles gleich. Was wir verlieren, ist der Rüstungswert und die Blitzresistenz. Ne? Und der Blutbonus natürlich. Und das will ich nicht hergeben. Solange wir noch leveln, also schneller leveln wollen, weil 13% ist schon viel. Na, drum lasse ich das. Ich hebe mir es auf, vielleicht die eine. So, dann hier, von den ganzen, ja, da haben wir aber eh sonst auch nichts dazu bekommen. Ist ein bisschen spärlich, das Ganze hier. Na. Wird auch alles verkauft. Jo, Wahnsinn, hier haben wir jetzt mittlerweile
Gungnir haben wir fertig und Mjölnir auch. Jetzt fehlt uns eigentlich dann nur mehr der Bogen und die Axt. Die sind, okay, Level 28, okay, das ist halt dann schon, boah. Aber die zwei Hammer, das heißt, wir können den Hammer und den Stab schon mal... Ach, geil, ne? Ich will zurück. Hallo, ich. Hallo, hat sich das... Hat sich das Spiel jetzt etwas aufgehängt oder so? Ich kann gerade nichts mehr drücken. Okay, ich probiere kurz, was kann ich... Ich kann auch das nicht mehr machen. Okay, das ist interessant. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, das Spiel hat sich irgendwie kurz aufgehängt. So, dann schauen wir da nochmal. Okay, das... Anscheinend braucht er so lange, ich warte jetzt noch einmal. Das war fast eine halbe Minute oder so. Schauen wir mal. Momentan tut es wieder nichts, ich kann nichts machen. Ich hoffe, es geht dann wieder. Ich habe Blut, schaut, was ich Blut habe. Ich kann schon wieder hochleveln. Fast zweimal. So, bitte. Okay, Gott sei Dank. Das dauert so lang, okay. Gut, dann haben wir das auch. Wie gesagt, fehlen uns nur mehr zwei Artefakte. Ein Teil, dann könnten wir, dann hätten wir alle fünf, aber das wäre zu schön, um wahr zu sein, oder? Wenn wir von denen auch noch das dritte Teil finden. Okay, jedenfalls, ich habe schon viel mehr erreicht, als was ich eigentlich vorgehabt hätte. Darum bin ich so froh. Okay, jetzt schauen wir gleich einmal. Ah ja, wir haben gesagt, wir verkaufen vorher nochmal. Was darf es heute sein? Wir verkaufen nochmal. Und zwar brauchen wir nicht mehr das hier mal, dann das hier mal, eigentlich eh und die drei auch nicht. Ja, genau. Das heben wir uns auf, weil es einfach so cool ist und ja. So, hier haben wir gesagt, können wir jetzt alles andere verkaufen, denn da kommt nichts so schnell nach. Wahnsinn, 4191, drei Ladungen, Abklingzeit 3, das ist... Weil die bringen ordentlich was ein hier, die kann man da, da geht schon was, da kriegt man schon ein bisschen was dafür. Da ist der Unterschied, ich schaue noch, was da der Unterschied ist. Na, hat keine Chance gegen ein legendäres, hat's keine Chance. Okay, dann hier haben wir gesagt, können wir, oh, das ist so, schauen wir uns dann nochmal genau an, obwohl ich sehe es eh schon. Ich schaue mir das dann ganz genau an, wenn ich mir dann... ich schaue es erst da. Okay, die einmal weg. Die haben wir gesagt, die heben wir uns einmal auf, nur so. Kann man immer noch wegschmeißen, weil es einfach so stark ist. Und die auch weg. Und die heben wir auf, weil sie legendär sind. Da gehen wir auch alles weg. Obwohl Rüstungswert plus 25. Aber na, der Blutungsbonus. Da muss schon wirklich was Geiles kommen, aber na, weg. Das ist sowieso weg. Da gehen wir auch weg. Dornige Stiefeln brauchen wir auch nicht. Eistotem brauchen wir auch nicht. Und den Wendling des Berserkers brauchen wir auch nicht mehr. Na, brauchen wir auch nicht mehr. So, und dann haben wir eh noch mehr legendäre Sachen. Gut, da haben wir eh gesagt, da waren wir eh schon geschaut. Genau, mittlerweile, ja, sehr viele so Sammelsachen, aber, und natürlich Runen, da wird nichts weggeschmissen. So, dann hier haben wir gesagt, Rüstwert, na, weg, Eichenring weg, das, nur Stäbe, na, ich tue fast nicht mit einem Stab, da haben wir wieder Nädeln, warte, gehen wir den einmal zuerst weg da. Ring der Nibelung haben wir sowieso auf. Gut, der hat, was hat der? Lebensraub plus 2. Der hat kritische Lebensraub plus 4, Bewegungsgeschwindigkeit plus 8. Das ist, hat der auch. Der hat dann Regeneration und Lebensraub immer 2. Ja, könnte ich mir einen behalten, aber nur so wegen einem Namen eben. Ne? Ring des Edlen.
Ja, der bringt ein bisschen mehr ein. Der bringt mehr ein, darum verkaufe ich ihn. Ja. Okay, gut, dann. Obwohl, ist ja, eigentlich wäre es eh egal, oder? Ich gebe ihn auch weg. Ich habe den Spaß jetzt lang genug gemacht. Jetzt reicht's. So aus. Gut. Okay, dann. Wie schaut es da bei den Gürteln aus? Schaden aus dem. Ja. Dann geben wir auch weg. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich alles nicht. Ne? So, und das heben wir natürlich auf. So, und jetzt schauen wir. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, wir haben bis jetzt eine Einhand-Axt. Und jetzt haben wir den. Okay, Zweihand-Stab. Der ist natürlich ja. Gungnir. Ja, das sind diese ganz bekannten Stäbe. Diese Namen, also nicht Stäbe, dieser bekannte Stab, dieser eine Stab, Gungnir, so heißt der. Und Mjölnir sowieso, der Hammer, das ist Thors Hammer dann als nächstes. Gut verzaubern, Angriffsgeschwindigkeit, ja, das Schaden plus 15 Kälte und zwei Runenplätze, Schaden plus, unvorstellbar. Und hier haben wir Mjölnir, vielleicht eh die bekannteste Waffe überhaupt in der nordischen Mythologie, Thors Hammer eigentlich, ne? Unvorstellbar, was der für einen Schaden macht. Ne? Das Doppelte von dem, was ich habe. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Kritische Trefferquote, ums Doppelte stärker. Der Schaden geht ein bisschen runter, aber hier. Und dann noch Schaden plus 15 Blitz auch noch. Plus 15 Blitzschaden macht er auch noch. Gut, dafür habe ich da Kälte- und Dunkelschaden, aber trotzdem. Na, da brauche ich gar nicht nachdenken. Der wird ausgerüstet. Aber sowas von. Aber sowas von. Nur dazu, weil es Einhand ist. Also jetzt kann ich ihn super verwenden. Mit einem Schild auch noch. Na, was? Nicht verkaufen. Um Himmels Willen. Um nicht verkaufen. Oh Gott, bitte nicht verkaufen. Also, pass hier auf. Aufpassen, was du magst. Okay, wir verkaufen mal hier. Hier verkaufen wir. Das brauchen wir mal nicht. Maria, stell dir vor, ich hätte ihn jetzt verkauft. Dann haben wir, da brauche ich auch nicht mehr. Da brauch, weil da haben wir jetzt, wie gesagt, den Stab. Da bekommen wir dann noch was anderes, zweihändiges, glaube ich. Brauchen wir auch nicht mehr. Mittlerweile bei unseren, diese Axt brauchen wir auch nicht mehr. Gehen wir auch weg. Auch diesen Hammer, der ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, kein. Aber auch so, der hat aber ordentlich Schaden auch. 592. 726, der ist noch viel besser, der ist noch besser. Aber der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Blitz und Dunkel, den hebe ich mir aber sogar auf einmal. Den dafür weg. Und diese zwei, also da kommen noch mehr. Den brauche ich dann nicht mehr, na, der ist weg. Dwerger auch weg, den brauche ich dann auch nicht mehr. Und das sind eh noch mehr, ja, alles legendäre Sachen. Okay, den einen, wie gesagt, lasse ich mal. So, habe ich jetzt, aber ich noch nicht, ja, und jetzt rüsten wir aus. Moment, vorher schaue ich noch kurz da. Achso, das sind eh nur die Talismäne. Talismane. Ja, unbedingt jetzt ausrüsten. Mjölnir. Einhand. Oh, geil. Thors Hammer. Und hier herüben haben wir. Der ist eh ausgerüstet, das Priven, ja. Also jetzt habe ich meine Waffe und mein Schild sind Artefakte mittlerweile. Also Wahnsinn, ne? Ist das cool? Das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Okay, dann haben wir das auch. Ah ja, da habe ich ja gesagt, die Drachen, die Schilder verkaufe ich auch noch. Weil ich sehe nur hier rüben auf der anderen Hand. Das brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr. Weil da habe ich, wie gesagt, Priven. Weg damit. Ha! Was habe ich jetzt gemacht? Ich Vogel. Ich will es. So. Was habe ich denn gemacht? Ausrüst. Ich bin ja bei Ausrüst noch immer. Ach, ich schreck mich immer so. Ich will ja mit ihm sprechen. Manchmal. So. Gegenstände verkaufen. So, da waren wir. Das will ich verkaufen. Das will ich, habe ich jetzt gesagt? Ja, das will ich verkaufen, genau. Vor allem die zwei einmal da. Das sind lauter Schilder, die will ich einmal alle verkaufen. Dieses auch.
Und dieses auch. Genau. Das sind dann die Sachen gewesen. Da haben wir gesagt, das lassen wir eh. Meine Riesenstreitkolben. Und ja, das könnte man jetzt... Brauchen wir dann nicht mehr, oder? Brauchen wir nicht zwei? Nehme ich sowieso nie. Das kann viel mehr. Und hat Eisresistenzen und so weiter und so fort. Weg damit. So, passt. Gut. Dann haben wir das auch. Wie spät haben wir es? Ja, es wird eh Zeit. Und... Ja, dann hier. Ja, sonst haben wir eh alles. Sonst passt alles. Passt jetzt alles. Gut, dann haben wir das auch. Von den Gaben haben wir eh noch 0. Allerdings, unser Schadensoutput jetzt ist natürlich ordentlich nach oben geklettert. Mit Thors Hammer. Wie gesagt, unvorstellbar. Jo. Ich überlege noch gerade eines noch schnell. Genau, was hast du für Runen? Was hast du für Runen? Ja. Von diesen Blutbonusgeschichten 13, da könnte ich meine nehmen. Okay, da habe ich zwei sogar. Okay, die hole ich mir, die nehme ich mal. Das ist mir wert, die kaufe ich. Und die kaufe ich auch. Eine war noch, dass ich zwei wieder habe. Und dann sonst Lebensraub, ja, das war alles eh dasselbe dann auch. Nein, die brauche ich nicht. Und das war sogar ja, noch eine Stufe niedriger. Okay, und jetzt schaue ich, ob ich die ein oder andere noch einbauen kann hier in meine neuen Gegenstände. In meinen Hammer. Mal schauen, wie schlagt er sich denn. Oh, der ist so. Boah, das schaut ja urgeil aus, ne? Der wirft es, okay. Das ist interessant. Das ist interessant. Gut, dann, jo. Welche Runen habt ihr mir heute mitgebracht? Mjölnir. Was gehen wir in die Waffe rein? Moment, ich fange lieber mal hier an. Ins Schild. Ins Schild auf jeden Fall. Was haben wir da? Da haben wir sogar ein, Bewegungsgeschwindigkeit wäre das, ne? Und hier hätten wir Blutbonus, ja. Zorn, da haben wir fast überall eine. Bewegungsgeschwindigkeit. Oder Abklingzer. Nein, ich werde auf jeden Fall hier auch noch einmal auf Blutbonus gehen. Plus 13 Blutbonus. Ja, die schmeiße ich mir da rein. Genau, super. Dann ist das einmal ausgerüstet. Und hier, da habe ich eh schon eine drinnen. Und ja, wie gesagt, in die Waffe. Was haben wir da für Möglichkeiten? Hier Angriffsgeschwindigkeit plus 10, das wäre natürlich für die Waffe extremst geil, ne? Das ist das meiste, was es gibt, die beste, eine 5er Stufe. Und die Mölle noch stärker machen, auf jeden Fall machen wir. Angriffsgeschwindigkeit plus 10, da überlege ich nicht. Ja, machen wir. Super. Eigentlich das Beste, was mir passieren kann für die Waffe. Jo, dann haben wir das. Ja, haben wir es eh schon wieder. Ich könnte die anderen dann eigentlich auch verkaufen auch. Überhaupt die 1er und 2er Stufe. Vielleicht bis 3er sogar. Dass man wirklich nur mit 4 und 5 arbeitet dann mehr. Mit 4 und 5er Runen. Also mit den lilanen und mit den goldenen, sage ich mal. Grau, grün und blau einfach verkaufen. He? Okay, ist egal. Ich lasse es dabei drinnen, ist ja nicht... So, ich bin noch schneller geworden mittlerweile mit meinen Schussabfolgen. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, so weiter mal. Und ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir aufgelevelt, jetzt sind wir gestärkt. Wir können eines noch machen. Wir können hier beim Schrein, beim Altar, noch ein Level auch noch aufsteigen. Dann sind wir schon auf 23 und dann schon bald auf 24. Genau, wir gehen hier jetzt auf Max Gesundheit. Und wir können hier auch auf Angriffsgeschwindigkeit gehen. Nein, ich gehe jetzt auf Gesundheit einmal. Egal. So, und jetzt hat Gabenpunkte auch wieder 2 bekommen. Jetzt können wir die natürlich auch wieder verwenden. Werden wir auch gleich. Und jetzt gehe ich hier auch mal auf 3, weil es wurscht ist. Dann haben wir das einmal. Haben wir das auch einmal auf Maximum. Und dann haben wir dann gesagt, irgendwas wollen wir noch. Was war da noch? Abklingzeit. Die Abklingzeit.
Den Rüstwert, der geht jetzt auch schon. Haben wir da nicht irgendwas auf 23 gesagt, das wollen wir haben? War da nicht irgendwas auf 23? Da, was war das? Ein Schaden, genau, von Hiebwaffen, ganz wichtig. Genau, jetzt haben wir den auf. Jetzt haben wir den auch auf 20%. Achso, eine Hiebwaffe. Jetzt haben wir keine Hiebwaffe mehr, oder? Der Hammer ist ja keine Hiebwaffe, oder? Oder eben schon? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, was eine Hiebwaffe. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Okay, na, ist egal. Ist egal. Super. Super. Viel erledigt, viel erreicht. Fürs Erste. Dann würde auch die Herausforderung der Götter da oben, wo ich dann den Endboss nicht geschafft habe, dann in der fünften Welle, wäre jetzt wahrscheinlich mit meinem Thors Hammer wahrscheinlich auch ein Klacks dann mehr, ne? Oder auf jeden Fall leichter. Einfacher. Okay. Gut. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal dann geht's in das nächste, ja, in die große nächste Level-Bereich. Und schauen wir mal, wie viel es noch gibt. Aber ich hoffe und ich glaube, nicht mehr zu viel, ja. Denn jetzt, ja, wird es dann bald ans Eingemachte gehen. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank wieder fürs Zusehen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Vikings. Wolves of Midgard. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.